Unter uns liegt eine wissenschaftliche Großbibliothek, eine der größten in Deutschland. Bis zu 6.000 Besuche pro Tag, über 2 Millionen im Jahr, über 1 Million Entleihungen. Ein reger Betrieb von 8 bis 24 Uhr. Und das war von einem Tag auf den anderen nicht mehr so. Als sich in den Medien abzeichnete, dass die Infektionsrate ständig steigt, musste sehr schnell eine Entscheidung getroffen werden. Und der Zweck einer Bibliothek ist die Benutzung. Hier erfüllt sich die ganze Arbeit und wir saßen plötzlich da und hatten keine Perspektive. Das war der 14. März. Dann war es aber so, dass eben auch die Mitarbeiter nicht mehr ins Gebäude gehen durften. Da musste man dann auch sehr genau überlegen, welche Aufgaben können wir weiterhin auch von zu Hause aus erledigen. Wie versorgen wir die Kollegen mit Arbeit, die keine rein digitalen Beschäftigungen haben? Wie wir in Windeseile dann für alle Notebooks konfiguriert und beschafft haben. Der letzte Tag war sehr anstrengend für uns alle. Ging früh um 7 hier los. Das Ganze lief 12 Stunden durch, weil alle Leute mit Technik noch ausgestattet werden mussten fürs Homeoffice. Auch bei unserer IT-Abteilung hat man gesehen, wenn wir sie brauchen, sind sie da. Die haben mit Blitzesschnelle die Geräte konfiguriert und wir waren alle arbeitsfähig. Und für die Nutzer haben wir an dem Tag eigentlich alles ermöglicht, was sie wollten. Also wir haben ganz viele Medien ohne Limit ausgeliehen. Wir haben mitunter auch Präsenzmedien ausgegeben. Große Teile unseres Teams konnten ganz regulär die Dinge, die sie auch hier erledigen, auch von zu Hause aus machen. Wir konnten von den vielen Daten auf unseren Speichersystemen profitieren. Wir konnten Kundenwünsche erfüllen, die ja weiterhin eingingen. Also unser größtes Projekt, was wir in dieser Zeit sehr gut vorangebracht haben, ist die Ablösung unserer alten Dienstplansoftware. Das Projekt der Fotothekslisten startete mit einem überschaubaren Personenkreis. In der Spitze waren wir 45 Leute. Das war tatsächlich eine relativ große Herausforderung, dann zu zeigen, dass wir eben nicht stillstehen, obwohl wir zu haben. Also die digitalen Services, die wir haben, wurden extrem ausgebaut. Der Moment, wo das Haus für alle zu war und niemand mehr zu uns in die Beratungen kommen konnte, haben wir nach einer Softwarelösung gesucht. Wir haben Räume eingerichtet, wo wir gesagt haben, dort treffen wir uns mit unseren Nutzern. Also insgesamt haben wir 2 neue Tutorials angefertigt auf Opal und wir haben ein bestehendes ergänzt, unser Tutorial zu den Facharbeiten für Schüler. Da haben wir auf einen bestehenden Bedarf von Seiten der Lehrer reagiert. Und jetzt haben die Lehrer das Wohlfühlpaket und müssen nur auf Play drücken. Verlage haben extrem schnell reagiert. Ein paar Tage nachdem der deutschlandweite Lockdown ausgerufen war, kamen die ersten Angebote rein. Da waren dann auch viele Angebote, die waren halt nicht mehr nur für unsere TU-Studierenden oder Mitarbeiter zugänglich, sondern einfach für Benutzer, die überhaupt eine Slubcard haben. Viele Angebote, sehr unterschiedliche Angebote, die haben wir uns alle angeschaut und bewertet und einen Großteil haben wir auch freigeschaltet, sodass für die Nutzer an vielen Stellen im digitalen Bereich keine so große Lücke entstanden ist. Wenn wir jetzt ein Online-Seminar mit 10, 15 Teilnehmern haben, das sind einfach Sachen, die mussten während Corona innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt werden und die laufen jetzt immer noch. Zum Start des Lockdowns erreichten uns dann relativ schnell auch die Anfragen, ob wir die Möglichkeit haben, medizinisches Equipment zu drucken. Also bei uns waren das dann sehr konkret die Halterungen für die Gesichtsschilder. Das war schon beeindruckend, dass so, wie schnell man auch in Produktion kommt, eher Stunden statt Tagen so eine Produktion auf die Beine stellen kann und dann entsprechend irgendwelche Sachen herstellen kann. Also wir haben in dieser Zeit tatsächlich so viel Webredaktionen gemacht wie nie zuvor, damit man eben auch sieht, was sind die Services, die wir jetzt noch bieten können. Was mir wichtig war, dass wir die Nutzeranmeldung weiterhin ermöglichen. Für alle Bücher, die es nur im Print gibt, haben wir einen speziellen neuen Geschäftsgang entwickelt. Für die, die dringend notwendig waren, haben wir gesagt, kaufen Sie die selbst, die Bücher, und bringen Sie sie hinterher bei uns vorbei und bringen Sie die Rechnung mit und wir erstatten Ihnen das dann. Der erste Moment, wo wir dachten, jetzt könnten auch Mitarbeiter doch wieder ins Gebäude gehen, haben wir in sehr kurzer Frist einen Scan-on-Demand-Dienst für die TU Dresden aufgelegt. Und um jetzt aber mehr Nutzern diesen Service anbieten zu können, haben wir eben den Teilnehmerkreis erweitert und haben nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiter, sondern auch Studierende
mit den Scans versorgt und haben es vor allem auch kostenfrei angeboten. Der Lieferdienststart war am 15. April. Ende Juni wurde der kostenfreie Lieferdienst dann wieder eingestellt. In der Summe hatten wir dafür fast 40.000 Seiten digitalisiert. Kam dann nach einer gewissen Zeit auch der Zeitpunkt heran, wo eben die Bibliothek wieder öffnen sollte. Die Benutzer gehen nicht wie sonst üblich an die Regale, sondern haben die Möglichkeit, diese Bücher zu bestellen. Der allererste Zugang ins Gebäude war wirklich nur dieses kurze Reinkommen, sich nicht aufhalten, sondern Literatur nehmen und wieder rausgehen vor. Und wir haben den gesamten Slup-Forumsbereich quasi als großes Abholregal umgebaut. Und nach einer gewissen Zeit, als auch die Infektionsrate wieder weniger gefährlich aussah, haben wir darüber nachgedacht, dass wir es auch wieder ermöglichen wollen, dass die Benutzer sich länger im Gebäude aufhalten können. Sie kommen einfach vor Ort und haben hier ihre Fragen gestellt. Es wird schon erwartet und gewünscht, dass wir unsere öffentlichen PCs zum Beispiel wieder freigeben. Fernleihen wollten wieder genutzt werden. Die Zeit war natürlich auch sehr, sehr dynamisch. Es wechselten jeden Tag die Bedingungen, an die wir uns anpassen mussten. Teilweise gab es sehr viel Informationen, teilweise sehr verwirrende Informationen. Teilweise gab es wiederum ganz wenig konkrete Informationen. Und die Herausforderung an der ganzen Sache ist eben, das auf seine eigene Einrichtung runterzubrechen. Zum einen haben wir also zu den Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten, kleine Teaserfilme erstellt, die sozusagen unseren Nutzenden als digitaler Ersatz dienen sollten. Und zum anderen haben wir dann ganz persönliche Formate gefunden. Da gab es eine Kooperation mit der Sächsischen Staatskapelle in Dresden. Als der Lesesaal also für die Nutzenden noch weitreichend leer stand, gab es dort die sogenannten 1:1-Konzerte. Für mich die absolute Herausforderung im Homeoffice waren meine 4- und 5-jährigen Jungs, die es einfach mal nicht verstanden haben, dass die Mutti anwesend ist, permanent mit ihrem PC spricht und nicht gestört werden möchte. Generell empfand ich das halt als relativ schwierig, dann Arbeit von Privatleben zu trennen. Was ich sehr interessant daran fand, dass Kollegen auf einmal gefordert waren, zu improvisieren. Also es ist nicht gleich jemand da, den man fragen kann, es ist nicht gleich jemand da, der einem hilft, sondern man hat einfach Dinge, die man selber lösen muss und man muss sich damit auseinandersetzen. Und für Leute Erfolgserlebnisse entstanden, wo sie selber, unterstelle ich jetzt einfach, gar nicht gedacht hätten, so dass sie das können. Mit dem Skype-Bildschirm teilen kann ich jetzt alles. Das hat wirklich so einen Technologiesprung für viele Leute bedeutet. Also auch das ist im Grunde ein positiver Nebeneffekt. Was wir auf jeden Fall mitgenommen haben, denke ich, ist im ganzen Haus ein viel besseres Verständnis darüber, was machen denn die anderen eigentlich. Ich denke, dass die Bedeutsamkeit von Open Access durch Corona nochmal extrem gewachsen ist. Ja, also dass einfach ganz viele jetzt mitbekommen haben, wie wichtig es ist, dass man auf wissenschaftliche Informationen jederzeit von überall zugreifen kann. Entleihung ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Mein Eindruck ist aber, dass es mindestens so sehr inzwischen bei Bibliotheken um die soziale Begegnung, um den sozialen Austausch, um diese gemeinschaftliche Wissensarbeit geht. Das hat den Menschen, glaube ich, fast noch mehr gefehlt als eben der Zugriff auf ein Buch oder auf eine Datenbank. Was für uns als Team, für die Beschäftigten wichtig ist, ist, dass wir in der Krise gesehen haben, wozu wir fähig sind, wie wir zusammenwirken, wie wir solidarisch sind, wie flexibel wir dann auch auf die Herausforderungen reagieren konnten. Dass das alles so wunderbar geklappt hat und wir eine echte Gemeinschaft waren und solidarisch zusammengewirkt haben, immer mit dem Ziel, wieder dahin zu kommen, wo wir hingehören, das war also bei allem, was einem so besorgt gestimmt hat und auch geängstigt hat, war einfach eine wunderbare Erfahrung. Und ich war wieder mal hochglücklich, Chef dieser tollen Einrichtung zu sein.